Guten Morgen, liebe Triabis. Es ist Zeit. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Und zwar habe ich direkt für das letzte Video 2 Dislikes bekommen. Weil es hieß, erster Trainingstag für Challenge Rot. Um das wieder gut zu machen, ich will wirklich den ersten Trainingstag von Challenge Rot. Bei Superwetter. Aber bevor es damit losgeht, geht es natürlich erstmal einkaufen. Stopp! Ach so, bevor die Frage aufkommt. Nein, im letzten Video wurde ich nicht durch einen Stuntman gedoubelt. Ich war nur beim Friseur. So, Einkaufen haben wir erledigt. Das wird eine leckere Woche. Bevor es aber jetzt gleich wirklich losgeht mit der ersten Trainingseinheit für Rot 2018, habe ich mir noch was überlegt. Achtung! Und zwar habe ich gesehen, es geht ja richtig krass voran mit den Abonnenten. Und ich finde das immer ein bisschen Mist, dass es so einseitig ist. Und ich würde gern mehr von euch kennenlernen. Viele von euch haben mich schon mal irgendwie angeschrieben oder sind schon mal mit mir in Kontakt getreten. Aber ich habe irgendwie Bock, mehr von euch zu erfahren und auch vielleicht, dass ihr untereinander ein bisschen euch austauscht. Deswegen habe ich mir überlegt, und zwar zuallererst finde ich, wir sollten mit was grundlegend Wichtigem anfangen, nämlich der Lieblingsfarbe. Also schreibt mir bitte eure Lieblingsfarbe unten in die Kommentare. Vielleicht gibt es dann auch eine kleine Diskussion. Was? Ocker? Ocker ist deine Lieblingsfarbe? Rosé? Was ist mit Rosé? Warum hat niemand Rosé als Lieblingsfarbe? Was stimmt nicht mit Rosé? Sowas in der Art, genau. Also genau, einfach um euch besser kennenzulernen. Ich finde das ein schöner erster Schritt. Bitte eure Lieblingsfarbe unten in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. So, und jetzt gucken wir auf den Trainingsplan. Hier, 6. November. Also, da steht 0, Pause. Okay, das war also der erste Trainingstag. Ruhetag, macht's gut. Nein, jetzt keine schlechten Witze mehr. Ich verlagere immer einen Tag nach vorne, weil ich mache ja immer sonntags den trainingsfreien Tag. Deswegen muss ich heute bei Dienstag gucken, beim 7. Und da steht Dauerlauf 45 Minuten. Und da würde ich sagen, machen wir jetzt fertig. Und dann geht's los. Der erste Schritt für die Challenge Rot. So, und da wir natürlich hier bei Triathlon mit Baby sind, ist auch die erste Einheit mit Baby absolviert. Das war also das erste Triathlon-Training für die Challenge Rot 2018 mit Baby. Eigentlich keine große Sache, eine Stunde GH1 Dauerlauf. Damit ist also der Startschuss gefallen und auch der Beweis, dass ich das wirklich ernst nehme. Erste Einheit absolviert und jetzt geht's so weiter. Wenn ihr gucken wollt, weiß ich und wie oft ich so trainiere, könnt ihr meinem Strava-Account folgen, verlinke ich mal unten in der Kommentarbox. Ansonsten nicht vergessen, bitte eure Lieblingsfarbe unten in die Kommentare für ein bisschen mehr Community. Ich mache was zu essen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche und bis bald, Rian.